Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Und Tagesthema Nummer 1 ist heute der große Zamperoni-Prank. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns hier in der Regie der Tagesthemen. Das ist quasi der Blick hinter die Kulissen. Und heute werden wir meinen lieben und sehr geschätzten Kollegen Ingo Zamperoni reinlegen. Der ahnt noch von gar nichts und ich nehme sie jetzt mal mit in die blaue Hölle. Es ist kurz vor 9, bis zum Start der Tagesthemen ist noch ein bisschen Zeit. Die werden wir zusammen mit Linda Zervakis nutzen. Und das hier wird gleich die Position sein, wo Ingo Zamperoni das Interview führen wird. Hier auf diesem blauen Hintergrund, da projizieren wir die Bilder drauf. Und heute werden das die Bilder sein von Katharina Witt. Denn Katharina Witt wird meine Verbündete sein. Katharina, kannst du mich schon hören? Hallo Linda, natürlich. Und ich freue mich total. Okay, also, wir werden vortäuschen, dass es Tonprobleme gibt. Irgendwann drehen die Kameras durch. Deswegen würde ich sagen, alles auf Anfang, es kann beginnen. Katharina Witt sitzt angeblich im Hauptstadtstudio in Berlin. In Wirklichkeit aber steht sie ein paar Meter weiter in einem Nebenstudio von ARD aktuell. Und wartet auf ihn, Mr. Tagesthemen, Ingo Zamperoni. Denn Katharinas Interview wird, wie das häufiger vorkommt, kurz vor der Live-Sendung aufgezeichnet. Ja. Linda kommt dazu und tut so, als wüsste sie von nichts. Was machen wir denn Schönes? Da wir aus dem Nachrichtenblock direkt in diesen Teil jetzt kommen, wäre es komisch, dann wärst du plötzlich weg. Katharina Witt? Ja. Warum? Comeback? Als Patin. Comeback als Patin für? Ostdeutschland. Aha. Breaking News. Naheliegend. Genau. Gleich geht es los. Nochmal kurz sammeln, Klamottencheck, dann ist Ingo bereit. Ah, dann verschwindet das doch vielleicht am besten mal, das Glas, der Becher. Letzte Anweisungen aus der Regie. So, jetzt üben wir das doch mal direkt, genau. So mit Bild dann auch. Genau. Sie ist sicher keine, die sich vor Herausforderungen scheut. Schließlich hat sie sich Wettkampfhärte in der DDR schon früh antrainiert. Ingo probt seine Moderation und Linda probt, ernst zu bleiben. Fällt ihr aber schwer. Weil sie vor wenigen Wochen als Kommentatorin bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Doch jetzt wartet eine ganz neue Herausforderung. Denn nach exklusiven Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll sie nun Patin für die neuen Bundesländer werden. Und das direkt im Kanzleramt angesiedelt. Das ist eine Nachricht, über die wir reden wollen. Und dazu begrüße ich sie. Danke. Sitzt sie da auch schon und wird vorbereitet. Auch ein Südländer. Na, bisher geht es doch ganz gut, denkt er. Ist ja auch erstmal nur eine Probe, denkt er. Du bist hier in Berlin. Hätten Sie mich aber auch dann jetzt als Botschafterin nennen können und nicht Patin. Ich bin ja schon Botschafter für alles. Hören die uns schon? Nein? Zickt sie rum oder was? So, dann guck ich mal, ob die... Entschuldige. Die Puderluder. Nee, noch nicht. Aber könnt ihr doch nicht. Lass ruhig noch. Nee, ist noch nichts? Ich glaube, ist es okay? Glänzt sie noch irgendwie? Hat sich aber ganz gut gehalten, ne? Kann man ja jetzt noch mal sagen. Nein, die hört uns nicht. Hat er doch gerade gesagt. Achso. Frau Witt, hier ist Ingo Zamperoni in Hamburg. Können Sie mich hören? Aber sieht gut aus. Ne? Ja. Ich oder Herr Zamperoni? Wer? Sehe ich gut aus oder der Ingo Zamperoni? Du. Ich? Ah, okay, aber ich find, gut. Ich höre Sie schon, aber Sie mich anscheinend nicht. Ich höre aber, ne? Nix. Das ist schon so ein George Clooney, ne? George Clooney verschwindet, ja. Clooney, Mooney. So, aber ihr könnt mich nicht hören, ne? Soll ich ihm das mal sagen? Der hört dich doch eh nicht, glaube ich. Weiß ich nicht, aber er kann mich jetzt sehen, er sieht mich. Ich höre ihn nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, stimmt die Geschichte? Was denn? Die ist neue Botschafterin? Pate. Katharina Witt. Das kann nicht drin scherzen. Komm, ey. Ich höre Räuspern, ja. Räuspern. So, probieren wir es jetzt mal. Ingo Zamperoni hier in Hamburg. Ja, jawohl. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend nach Berlin. So, jetzt klappt's. Wir sehen uns, wir hören uns. Dann sollte dem nichts mehr viel im Wege stehen. Wir machen so einen kleinen Anmoderationsaufgalopp, um Sie kurz vorzustellen und gehen dann direkt aber rüber in die Fragen. Ah, Moment, ich höre gerade, wir haben schon wieder ein Problem. Das ist ja... Oh. Immerhin hören wir uns nach wie vor, oder? Jetzt höre ich gar nichts mehr. Und jetzt? Ja, ich höre jetzt gar nichts mehr. Aber letzte Woche hatten wir auch Probleme, ne? Ist die Kamera ja komplett durchgedreht.
Okay. Meinst du, ob das heute noch was wird? Oh ja, ich finde eigentlich, findest du ihn gut aussehen? So, hoffentlich hört er jetzt nichts. Könnt ihr dem vielleicht mal Bescheid sagen, dass wir hier hören? Ja. Ich fand ihn ja mit Vollbart super sexy. Echt? Ja. Ah! Ja, ja, ja. Hatte er einen Bart? Er hat einen Vollbart gehabt, ja. Fand ich schon. Das sah richtig gut aus, ja, ja. Aber so ein bisschen berufsjugendlich ist das auch, ne? So Vollbart. Mütze, wie du. Entschuldige bitte. Ingo, werde ich. Und dann gibt es auch solche Lederarmbänder mittlerweile. Die und die halt mit, ganz schlimm. Ja, mit den Armbändern. Und die Johannes, Perlen. Hörst du mich? Vielleicht sollten wir den. Jetzt hat er sein Bart abrasiert. Und sagen, dass wir hier doch hören. Also ich fand ihn mit Bart irgendwie attraktiver. Aha. Aber guck mal jetzt so mit seinem Anzug da, so wie James Bond. Die sind übrigens total gut. Voll, voll. Ja. Soll ich heute so sagen. Ja, ja. Ja. Ich gehe ins Tote, es geht weiter. Ingo, oh Mann, Mann. So, zweiter Anlauf oder dritter mittlerweile. Zweiter Versuch, ja. Genau. Bisschen wie beim Leistungssport, aber da gibt es immer nur einen Versuch. Ja, genau, dann versuchen wir mal nicht zu patzen jetzt hier. Frau Witt, von der Eisfläche aufs politische Parkett, wie sind Sie denn da reingeschlittert? Ja, könnte man auch sagen, dass das Parkett da sehr glatt ist, aber ich habe ja auch schon sportpolitisch, glaube ich, ganz gut Erfahrungen sammeln können mit der damaligen... Schon wieder gibt es Leitungsprobleme. Weißt du was? Ich höre nichts. Wir haben ein kleines Stromproblem, wie du sicherlich auch merkst. Oh, wie schade. Das ist echt schade. Oh. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um. Oh, das ist ja echt ärgerlich. Das gibt's doch gar nicht. Wir schalten doch nicht nach Timbuktu. Hut ab, dass du das machst. Ich fand sie bis jetzt ziemlich unseriös. Können Sie sehen uns wenigstens? Mach doch ein Gebärdensprache. Nee, ich schreibe was auf. Sag mal, aber er ist schon sehr jung, finde ich, ne? Jetzt kommt er wieder rein. Jung ist der auch nicht. Das ist doch auf jeden Fall älter als ich. So, jetzt aber, Ingo, ne? Jetzt schreibt er was auf für uns. Okay, aber ich kann nichts lesen. Ich sehe nichts. Nee, ist so. Kannst du vortanzen? 44. Ah, er ist 44. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass er jünger ist, weil ich wollte nämlich gerade sagen. Ist der Single? Nein. Nee? Oh, nein. Nein? Ich höre euch. Spricht er jetzt mit dir oder mit mir? Kinder, hat er Kinder? Rinder? Kinder. Nein, Kinder. Ach so, Kinder. Ja, du bist bekannt für deine große Rinderzucht. Kinder. Und Arena, wir müssen jetzt Hamburg hören. Probier noch mal. So, dann sage ich was. Hört ihr mich in Berlin? Ja. Aha. Ich würde vorschlagen, dann gehen wir aber direkt gleich wieder, machen wir nicht den ganzen Formulationskladderadatsch, sondern ich gleich in die erste Frage nochmal rein. Ich bin übrigens keine Kommentatorin, sondern Expertin. Oh, sorry. Sie sind ja auch nicht Moderator. Doch. Sondern Journalist. Auch das, haben Sie recht. Auch das. So, alles Berlin hört, Hamburg hört und wir sind ready to go. Also, Frau Witt, von der Eisfläche aufs politische Parkett, wie sind Sie denn da reingeschlittert? Ja, wahrscheinlich habe ich ein bisschen sportpolitische Erfahrungen sammeln können. Und natürlich, man hat das ja gesehen, auch in der letzten Bundestagswahl, man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade die Menschen auch im Ostteil Deutschlands. Ingo, Scheiße, irgendwie, jetzt spinnt gerade die 5, wie du siehst. Das war letzte Woche mit Karin, hat sie doch in der Abmod gesagt, ist die 5 die ganze Zeit an, aus, dieser Druckausgleich. Was ist denn eigentlich mit eurer Technik da los in Hamburg? Ich bin auch untröstlich. Ich habe das gerade noch gehört, letzte Woche ist schon was schiefgegangen. Ich glaube, die Technik ist so nervös, dass wir sie hier haben. Deswegen. Charmant, dass sie da ein bisschen in die Knie geht. Die Technik ist nicht nur total nervös, sie flippt komplett aus. Scheiße, wir haben echt irgendwie ein dickes Problem gerade. Jetzt greifen die unbemannten Kameras Linda und den ahnungslosen Ingo an. Vorsicht, Linda. Linda. Geht ja mal bitte in die Mitte. Oh Gott. In die Mitte. Nein, ey, jetzt ist es nicht der Fall, oder? Doch, aber es gibt ja einen Notfallplan und der gilt auch für Herrn Zamperoni. Geh in die Hocke. Ja, keine Sorge, da unten. Tiefer? Noch tiefer. Noch tiefer. Okay. Und hier ist alles sicher. Schade, dass ich keine Kamera dabei habe. Hast du ein Handy dabei? Nee, ich hab das Handy dabei. Was ist hier los? Ich find's irgendwie komisch. Schön lustig, ne?
Nee, ich trau mich. Was ist das? Ich will nicht. Ich will nicht. Alles gut. Nein, ich will nicht. Was ist das hier? Ich will hier raus. Ich schwitze am ganzen Körper. Sind wir drauf? Ich glaube, Leute, ehrlich gesagt, das ist nicht, dass die... Ja, aber guck mal, wenn ihr jetzt nach vorne fährt, dann sind wir ja, dran. Ja, Ingo Zamperoni, ich melde mich jetzt hier aus den Alpen. Ah. Es ist sehr, sehr kalt. Und das sind schon merkwürdige Bilder, die ich da gerade sehe. Zamperoni und Zerwakis zusammen auf dem Boden im Studio. Naja, gut. Ja. Muss man schön finden. Ne? Bist du da ja, lieber Ingo Zamperoni, ich kann jetzt nur noch eins sagen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Mit Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen zu einem Tagesthemen-Spezial. Guido, kannst du dich auch oh Gott! Oh, schön! Sehr gut gemacht. Oh mein Gott! Das ist nicht geahnt! Null! Verladen! Kleine Farbe, erste Runde.